Seit 2001 bestärken wir als Free Software Foundation Europe Menschen darin, Technik selbstbestimmt und frei zu nutzen. Anfangs noch ein Nischenthema, heute allgegenwärtig, denn die Digitalisierung erreicht immer mehr Bereiche der Menschen, Unternehmen, Organisationen und der öffentlichen Verwaltungen. Sie bestimmt zunehmend unser persönliches Umfeld und damit unsere gesamte Gesellschaft. Dadurch wird auch Software immer wichtiger. Intime Daten können abfließen. Sie kann darüber entscheiden, was uns erlaubt ist. Durch sie können wir unsere Freiheit verlieren oder gar unser Leben. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass dieses Machtpotenzial nicht in proprietärer Software von privaten Firmen zementiert wird, sondern auf viele verteilt ist. Und zwar durch freie Software, auch Open Source Software genannt. Manche kennen freie Software als nützliche Programme und Apps. Aber die Idee dahinter ist viel größer und hat sich bewährt. Sie hat Systeme ermöglicht, die das Rückgrat unserer digitalen Welt sind. Der Unterschied zwischen freier und proprietärer Software ist, freie Software gibt uns immer vier Rechte. Jeder Mensch darf sie frei verwenden, verstehen, verteilen und verbreiten und verbessern. Wird eine Software unter einer freien Lizenz entwickelt, dann dürfen sie alle Menschen ohne Einschränkungen immer und überall nutzen. Da der Quellcode von allen gelesen werden darf, ermöglicht das mehr Transparenz und kann zu mehr Sicherheit führen. Menschen können über Grenzen hinweg gemeinsam an Problemen der Menschheit arbeiten, die Software teilen, darüber diskutieren und sie gemeinsam verbessern. Diese Idee gibt es seit vielen Jahrzehnten und die Bewegung ist stetig gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Doch von dem Wissen und den Werkzeugen profitieren auch Menschen und Unternehmen, deren Handeln oder Ziele durchaus kritisch gesehen werden. Von uns als FSFE, als Einzelpersonen oder auch von anderen Organisationen. Deswegen wird immer wieder diskutiert, ob es sinnvoll wäre, die vier Rechte einzuschränken, um eigene Werte und Überzeugungen oder Geschäftsmodelle besser durchsetzen zu können. Wir sind aber der Meinung, Softwarefreiheit und der Abbau von Machtgefällen bei Software ist essentiell für eine Demokratie. Aber sie ist nicht immer das richtige Werkzeug für andere Probleme, die wir in der Welt sehen. Wir wollen, dass durch freie Software alle Menschen auf der Welt gemeinsam und selbstbestimmt Technik gestalten können und damit eine demokratische Teilhabe in der Digitalisierung ermöglicht wird. Das wollen wir nicht durch neue Einschränkungen aufs Spiel setzen. Die Menschen, die freie Software nutzen, werden immer mehr und sie werden immer diverser. Um alle Menschen in die Gestaltung der Technik einzubeziehen, müssen wir daher mehr Respekt füreinander aufbringen. Dabei sollten wir als Bewegung nicht den Fokus auf unsere Kernwerte verlieren. Verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern. Für alle. Übrigens, dieses Video wurde auch mit freier Software produziert.